Vor vielen Monaten habe ich euch noch in meiner alten Werkstatt gezeigt, wie ich einen Verkaufsstand gebaut habe, mit dem wir dann geplant haben, auf Bauernmärkte und Weihnachtsmärkte zu gehen. In dem Video habe ich euch gezeigt, wie ich dieses komplette Ding gebaut habe, und das haben wir auch tatsächlich recht oft benutzt. Der Plan dabei war, dass ich die Drechselbank mit auf die Märkte nehme, drechsel da so ein bisschen was und mache gleichzeitig Werbung für meine Drechselkurse. Die Drechselkurse gebe ich mittlerweile hier hinter mir, und dieses Konzept hat auch funktioniert. Einige sind gekommen, weil sie auf dem Weihnachtsmarkt gesehen haben, wie ich dort gedrechselt habe, und die haben sich einen Flyer mitgenommen. Das bedeutet, das hat funktioniert. Jetzt kommen wir allerdings zum nächsten Thema. Jeder, der mal auf solchen Märkten unterwegs war, weiß, dass es teilweise ein bisschen öde sein kann. Ein Markt kann gut sein, ein Markt kann schlecht sein. Bei mir hat sich das meistens als Werbung ausgezeichnet, dass ich halt eben gemerkt habe, hey, das ist gute Werbung. Denn jeder, der auch Werbung mal gemacht hat, weiß, Werbung ist unbezahlbar. Werbung ist sehr, sehr teuer, und deswegen sollte man das auf keinen Fall vernachlässigen. Jetzt ist es allerdings so, Dinge verändern sich, Ansprüche verändern sich. Die Freude an manchen Themen verändert sich auch. Und so hat es sich halt eben in den letzten Wochen und vor allen Dingen Monaten ergeben, dass viele, viele neue Produkte im Onlineshop dazugekommen sind. Und warum nicht auch Werbung hierfür machen? Aber da müsste man das komplette Konzept halt eben ein bisschen umstellen. Und genau da habe ich mich an einen Spruch erinnert. Entweder man geht mit der Zeit. Wie hatte ich jetzt gesagt? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das soll ab jetzt ein neues Kapitel sein. Ich will das komplette Ding einmal umstellen. Bedeutet, was diese Märkte angeht. Ich möchte natürlich immer noch Werbung für die Drechselkurse machen. Aber warum nicht das, was man sowieso noch hat, mitnehmen und das entsprechend anbieten, damit vielleicht viele, viele Leute, gerade hier in meinem Umkreis im Saarland, sehen, okay, an diesem Standort gibt es das und das, und das könnte mir halt auch eben für meine Projekte hilfreich sein. Dazu beigetragen hat auch die Tatsache, dass ich dermaßen viel schweres Equipment immer mitnehmen musste. Das war zum Beispiel die Drechselkurse. Die gibt es auch schon nicht für 200-300 €. Das bedeutet, wenn die halt eben kaputt gegangen wäre, wäre das schon ein herber Verlust gewesen. Ein Doppelschleifer musste ich mitnehmen, um die Werkzeuge zu schärfen. Einiges an Werkzeug. Die Vorbereitung war immer recht groß. Und das hat mir halt eben irgendwann so ein bisschen die Freude versaut. Und wenn man dann teilweise auch so die Resultate auf dem Markt sieht, ich habe es schon angesprochen, die Werbung war bei mir relevanter als das, was ich auf dem Markt verkauft habe. Aber man sich dann so überlegt, okay, wenn man vielleicht ein Schneidebrett verkauft, ist das viel mehr wert als 10 Flaschenöffner, weil die halt eben nicht so viel bringen. Das sind so viele, viele Punkte, die da reingespielt haben, weswegen ich zu der Entscheidung gekommen bin, dass ich das Sortiment halt eben einmal umstelle und ich mal was Neues ausprobiere. Fun Fact: Wir werden in diesem Jahr auf einem Weihnachtsmarkt sein, am DFG, und ich habe das irgendwann mal so als Zuschauer Treffe, wollte ich das so für mich entschieden. Da hatte ich jedem Zuschauer gesagt, der vorbeigekommen ist, wenn du vorbeikommst, kriegst du eine Flasche Bier. Also wenn er vorbeikomme, kriegst du eine Flasche Bier bei uns. Wenn da noch was da ist. DFG, ich schreibe mal vielleicht die Daten unten rein. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Zuschauer treffe. Im heutigen Projekt werden wir also das Teil hier bauen. Und zwar 4 Stück an der Zahl aus Massivholz, damit es halt auch eben möglichst edel aussieht. Und ich werde euch auf dem Weg bis zum fertigen Ergebnis einige Tricks und Kniffe geben, was man da vielleicht so beachten soll, damit es einfach ein bisschen einfacher funktioniert. Und anfangen werden wir in dem Fall mit der Holzauswahl. Ich habe hinten noch Eiche Blockware. Ich habe es schon gesagt, die wird wieder abgeholt. Das ist heute, weswegen ich das jetzt einmal drehen werde, damit ich an die Pendelsäge komme. Schiefes Englisch und Englisch ist modern. Da oben habe ich Holz liegen. Ich werde es mal runterholen. Das ist ein bisschen spezieller. Merkt euch diesen Tipp, da könnt ihr vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen Geld sparen. Das hier sind normale Fichtehölzer, aber das Besondere an denen ist, dass das eigentlich Schalbretter sind. Das bedeutet, die werden normalerweise im Bau eingesetzt oder überall dort, wo es nicht so wichtig ist, was für eine Qualität das hier ist. Das hier ist auch mit Kammer getrocknet. Allerdings habe ich das Ganze bewusst schon vor ungefähr 2 Wochen bestellt. Bedeutet, diese Ware hier hat jetzt im Sommer die ganze Zeit draußen gelegen. Das bedeutet, das, was wir hier an Restfeuchte haben, ist vollkommen ausreichend. Wir haben hier keine Verleimung, die wir hier heute vornehmen müssen, nicht großartig. Und alles das, was hier dieses Holz halt eben als Eigenschaften hat, ist vollkommen ausreichend, ist dafür halt eben recht günstig, und deswegen habe ich mich für dieses Material entschieden. Beachte das mal, wenn ihr ein bisschen Luft habt und die Projekte plant, kann man da ein bisschen Geld sparen. Die Bretter hier kann ich mir jetzt nehmen und schneide sie mit ungefähr 3-4 cm Übermaß auf meine grobe Länge zu.
Diese Bretter hier werde ich jetzt als erstes abrichten. Aber nicht so sehr aus dem Grund, damit sie perfekt plan sind, damit das Ergebnis super gut wird. Die Bretter sind jetzt sowieso schon so plan, dass das Ergebnis perfekt aussehen wird. Es geht hier allerdings um die Oberfläche. Ich will die Bretter später mit dem Breitbandschleifer schleifen. Und wenn ich die Bretter nur durch die Dickenhobelmaschine schiebe, haben wir leichte Dellen drin, weswegen der Breitbandschleifer dann dort nicht gleichmäßig schleifen würde. Bedeutet, ich müsste die Bretter öfters mit dem Breitband schleifen. Deswegen tue ich sie abrichten. Ihr braucht das theoretisch nicht. Nur weil es halt eben jetzt so viele Bretter sind, mache ich diesen Schritt doch lieber am Anfang, damit ich halt eben später schneller das Ganze schleifen kann. Die Bretter wären plan genug, wenn man sie nur durch die Dickenhobelmaschine schiebt. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, dass das Konzept hier, was ich euch in einem vergangenen Video vorgestellt habe, sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann sogar hier doch mit dem Stapler sehr, sehr gut reinfahren, kann das ganze Gestell mit nach draußen nehmen und kann die Späne draußen einmal zwischenparken. Das ist auch erforderlich, denn hier die Spänetüte ist auch noch voll. Deswegen entleeren wir die einmal. Zwei Dinge will ich an der Stelle ganz kurz ansprechen. Wann immer ich so viele Teile hintereinander bearbeite, mache ich meistens vorher einen Tester, um zu sehen, ob die Prozesse halt eben passen und vor allen Dingen die Maße, gerade wenn man ein paar Bretter hat, die vielleicht noch ein bisschen Waldkante haben. Deswegen machen wir jetzt einmal einen Tester, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert, und da sehen wir dann gleich, ob es dann weitergehen kann. An der Stelle auch eine wichtige Information. Derzeit läuft ja noch die Vorverkaufsaktion hier von der Spanhaube. Das hier ist noch ein Tester. Derzeit wird ein entsprechender Anschluss für mich gedruckt, den ihr dann auch erwerben könnt. Wie gesagt, lasst euch also bitte nicht beunruhigen, wenn hier Gaffertape an der Spanhaube dran ist. Ich benutze heute auch ein etwas spezielleres Sägeblatt. Das ist extra für Weichhölzer bis, ich glaube, 3 cm. Das passt ja in dem Fall. Das Sägeblatt hier heißt irgendwie geschnitten wie gehobelt. Das bedeutet, die Oberflächenqualität wird sehr, sehr gut sein. Ist für uns ein bisschen weniger Arbeit später in der Nachbearbeitung, wenn wir es halt eben schleifen müssen. Geschnitten wie gehobelt. Der Test hat funktioniert. Ich zeige euch später genauer, wie die Schnittqualität aussieht. Wir werden jetzt alle Bretter auf Breite zuschneiden. Dann haben wir weniger Oberfläche, die wir schleifen müssen. Zuallererst will ich mal ansprechen, wie geil dieser Spanhaube funktioniert. Wisst ihr was, ich werde mal schauen, dass die Vorverkaufsaktion vielleicht noch bis morgen läuft. Dann könnt ihr auf ungefähr 15 Euro sparen, wenn ihr die vorbestellt, weil normalerweise würde die heute nämlich auslaufen. Aber ihr habt, denke ich, gut sehen können, wie gut das Ganze funktioniert hat. Und das hat natürlich einige Späne erzeugt und die können wir jetzt erstmal wieder entleeren. Ich zeige euch mal, was richtig praktisch ist. Die müssen jetzt alle zum Breitband. Deswegen schiebe ich jetzt den Formatschlitten hier hin. Jetzt kann ich sie direkt am Breitband schleifen. Ist es nicht praktisch. Die werden nämlich beidseitig geschliffen, denn wir schneiden ja aus einem Brett zweimal diese 45-Grad-Leisten raus. Und das Ganze soll natürlich gut aussehen und sich gut anfühlen, wenn da mal ein Kunde dran greift, damit es halt auch eben entsprechend wertig ist. So, die Bretter sind einmal alle grob geschliffen. Als nächstes machen wir unseren 45-Grad-Schnitt. Und eben bei dem Teststück habe ich auch direkt geschaut, wo ich schneiden muss, damit ich die Bretter genau halbiere. Und ich werde gleich mal ausprobieren, meine Spanhaube, dass ich die einfach ein bisschen rüberstelle, dass ich trotzdem oben wunderbar absaugen kann, ohne dass ich eine extra 45-Grad-Spanhaube nutze. Was auch mega praktisch ist, ich konnte jetzt meine Notizen da oben einfach drauf machen. Jetzt kann ich sehen, 7,2 cm bei 45 Grad. Mega geil. Ich löse jetzt mal hinten die Arretierung. Und jetzt schiebe ich einfach die Spanhaube, schiebe ich jetzt so nach hinten, dass ich gleich meine 45-Grad-Schnitte machen kann. Mega geil. Wenn diese Ständer hier auf dem Markt stehen, muss ich als Aussteller natürlich auch dafür sicher gehen oder dafür sicherstellen, dass man sich hier keinen Splitter reinzieht. Deswegen werde ich jetzt alle scharfen Kanten, das sind pro Stück 3 Stück an der Zahl, einmal am Kantenschleifer grob ein bisschen schleifen, damit die halt eben so sind wie hier und sie halt eben schön glatt sind. Übrigens, hinter der Kamera habe ich alle Leisten eben noch einmal mit dem Korn 150 geschliffen, damit sie noch ein Ticken glatter sind und ich später nicht so viel mit dem Exzenterschleifer machen muss. Hier diese Lamellen möchten wir später irgendwie hier in diesen Hölzern befestigen. Aber weil die jetzt noch nicht so schick sind, die sind teilweise sägerau oder ganz grob gehobelt, werden wir die einmal abrichten, damit wir eine schöne
solide Ausgangsbasis haben. Unsere Kanthölzer sind fertig vorbereitet, einmal fix gehobelt und dann noch ein bisschen geschliffen. Als nächstes werden wir die mal ablenken, denn wir brauchen sowieso gerade ein Musterstück, denn ich habe da eine Idee und da will ich mal was ausprobieren. Also einmal wieder ein bisschen was zuschneiden. Ich habe mir ja eine Skizze vorbereitet und bei dieser Skizze ist die Unterkonstruktion noch aus Holz. Das habe ich mir so während dem Bau schon überlegt, hey, macht das wirklich so Sinn? Ich habe ja den Zugriff zu Metall, da wäre es vielleicht sinniger, das aus Metall auch zu machen, denn da hat man eine wesentlich stabilere Konstruktion und die ist noch ein bisschen simpler aufgebaut, denn aus Holz müsste man das Ganze recht stabil bauen, damit es halt auch eben hält. Wenn ich das Ganze einfach aus Metall mache, habe ich auch den nächsten Vorteil, und zwar die Montage. Ich werde euch mal ein Rohr zeigen. Das hier sind Rechteckprofile, die ich sehr, sehr gerne verarbeite. Und da könnte man ja im Prinzip einfach das Holzgestell oben reinstecken, dann kann man es später besser transportieren und man kann das Ganze werkzeuglos halt eben montieren. Und ich denke, das gefällt mir recht gut. Das bedeutet, wir müssen als nächstes in unser Holz eine Ablattung quasi schaffen, damit wir das auch hier reinstecken können. Und da werde ich euch mal zeigen, wie ich das an der Formatkreissäge jetzt tue. Zu Beginn habe ich mir überlegt, komm, ich packe einfach einen Teil von Fritz und Franz hier vorne hin, dann habe ich hier sowas wie eine Führung. Aber wenn man sich das anschaut, dann hat man hier im Prinzip schon eine sehr, sehr gute, lange, gerade Führung und die werden wir jetzt auch benutzen. Wir werden das Holz nämlich jetzt einfach hier am Längsanschlag hinten dran quer über das Sägeblatt schieben. Als nächstes werden wir hier diese ganzen Kanthölzer noch einmal so ein bisschen mit so einem Schleifschwamm verschleifen, damit wir auch die Rundung noch mal ein bisschen schleifen, dass sich da halt eben niemand einen Spreißel reinzieht. Das ist auch eigentlich ganz cool. Da kann man nämlich sehr, sehr einfach diese Rundungen sehr effektiv nachschleifen. Ich zeige es euch mal. Das Einzige, was ihr hier machen müsst, ist die Drehzahl vom Exzenterschleifer ein bisschen runterzudrehen, weil sonst gibt das zu viele Vibrationen. Und so einfach kann man hier eben jetzt alles schön verschleifen. Und sind wir mal ehrlich, hier kommt es jetzt nicht so auf diese perfekte Rundung an. Ich habe es zwar noch rund gefräst, aber es soll einfach nur abgerundet sein, dass man sich da, wie gesagt, keinen Spreißel zieht. Jetzt kommen wir mal so langsam zur Montage. Da werde ich jetzt hier meine beiden Leisten auf die Werkbank legen, werde das alles ein bisschen ausrichten, prüfe das Ganze einmal und dann zeige ich euch, wie ich es einmal festschieße. Deswegen der Tipp an der Stelle. Schaut schon mal, dass eure Werkbank immer im rechten Winkel ist, weil dann könnt ihr die quasi als Leere benutzen, wenn ihr da was draufspannen müsst. Ähnlich wie bei so einem Schweißtisch. Als nächstes nehme ich mir auch eine Leiste hier unten hin, denn das wäre natürlich blöd, wenn das Gestell nach unten hin auseinanderläuft. Deswegen ja, lege ich das hier mal passend hin. Hätte man jetzt so ein MFT, wo man eine Schraubzwinge reinpacken könnte, könnte man das hinten fest spannen. Das habe ich hier in dieser Werkbank nicht, deswegen mache ich mir das Leben einfach ein bisschen einfach und schieße einfach hier eine Leiste unten in das Gestell, wo man es sowieso nicht sieht. Das ist einfach eine etwas simplere Lösung, wie ich finde. Als nächstes kontrolliere ich mal hier dieses Teil auf den rechten Winkel. Beziehungsweise ich richte das einmal aus und dann prüfe ich, ob ich oben auch bündig bin. Und wenn das passt, dann passt das. Und dann ist das schön. So, das passt jetzt nicht ganz, weil das Teil hier noch ein bisschen nach oben muss. Als nächstes kann ich mir hier meine Streben nehmen, die jetzt gleich montiert werden müssen. Und da werde ich jetzt auch schon überall Holzleim aufgeben, denn es ist einfach viel, viel effektiver, wenn man einmal überall den Holzleim aufgibt und dann das direkt hintereinander montieren kann. Ich habe hier ein einfaches Distanzstück, das lege ich mir jetzt einfach hier dazwischen und dann kann ich meine Leisten auflegen und kann sie einmal montieren. Ich achte hier halt eben drauf, dass ich so bei jedem dritten, vierten ungefähr mal den rechten Winkel kontrolliere. Weil wir müssen uns hier natürlich vorstellen, wir haben die Kanten oben geschliffen. Wenn wir da einen Millimeter, zwei mehr weggeschliffen haben, ist das später in der Funktion kein Nachteil, weil ja die Gärung immer noch auffliegt mit dem Gegenstück. Aber dann läuft es halt eben hier aus dem Winkel weg und wenn wir das dann einfach so ein bisschen arretieren, dann ja, sieht es parallel aus und funktioniert immer noch. Und er ist noch perfekt im Winkel, also können wir direkt weitermachen. Na, fällt was auf? Hier sind jetzt drei Gestelle, aber das Gestell hier sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ich zeige es euch mal im direkten Vergleich. Ich denke, man sollte schon einen Unterschied erkennen.
Das hier ist nämlich behandelt und das hier ist noch unbehandelt. Das ist einfach nicht so kräftig im Farbton. Was ist hier für ein Finish drauf? Das habe ich hinter der Kamera gemacht und zwar ist das einfach normaler Klarlack. Einfach aus dem Grund, wenn da mal irgendwie Dreck dran ist, Matsch oder Erde oder sonst was, dann kann man das hier einfach ein bisschen besser abreinigen. Wenn es ein normales Möbel für in die Wohnung wäre, würde ich es definitiv ölen. Aber in dem Fall einfach, dass es ein bisschen widerstandsfähiger ist, normaler Klarlack. Ich werde das im Hintergrund mal fertig machen und dann schauen wir uns gleich den nächsten Prozess an, denn so kann man das natürlich noch nicht so gut hinstellen. Ne? Ist noch nicht so praktisch. Ich habe da oben Material liegen, das werden wir uns jetzt einmal schnappen. Ihr seht, diese Rahmen passen ziemlich gut übereinander. Und vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich auch eine E-Mail von einem Zuschauer bekommen, der hat mich gefragt, wie bekomme ich etwas möglichst im rechten Winkel. Wenn es solche Teile wie hier sind, dann mache ich es ganz gerne so, dass ich es erstmal mit so einem Magnetwinkel an Ort und Stelle bringe, punkte das mit ein bisschen mehr Strom an den beiden Stellen, dann drehe ich das Ganze rum, ich punkte das nochmal, aber wirklich auch nur punkten und dann prüfe ich das mit einem Winkel und schlage die Teile so lange auf den rechten Winkel, bis es halt eben passt. Wenn es dann passt, kann man oben eine Bahn fertig schweißen, unten theoretisch auch, aber wir müssen jetzt auf der Unterseite, die Punkte habe ich auch weggeschweißt, da kommen jetzt die senkrechten Stützen dran, das passen wir jetzt an jedes Regal dran. Also wenn ihr auch mal sowas schweißen müsst, punktet mal die erste Seite, dreht es rum, punktet es nochmal, prüft den rechten Winkel und dann habt ihr den rechten Winkel und ihr seht, ich habe hier ein sehr, sehr gleichmäßiges Ergebnis auf alle Halter. Die Ständerwände sind fertig, das ist einer von den vier. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber jetzt kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, und zwar die Halter der einzelnen Dinge. Und das wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen aufwendiger. Da schauen wir mal, wie wir da jetzt irgendwie was zusammenknoddeln. Neuer Tag, neues Glück. Gestern habe ich hinter der Kamera noch ein bisschen rumexperimentiert, wie man diese Halter ein bisschen schneller und effektiver bauen kann. Da bin ich dann auf den Entschluss gekommen, dass ich mir 1 Meter lange Bretter nehme, hobel die einmal und schneide mir 3 Teile jeweils aus 1 Meter lang zu, denn dann kann man später die Halter einfach ablenken, das geht wesentlich schneller. So haben wir hier im Prinzip dann diese 3 Teile. Das hier ist der Niederhalter, damit das Ganze nicht wegkippt. Und das hier ist unsere Gradleiste, damit wir es auch einhängen können. Das können wir einfach verleimen und einmal mit dem Druckluftnagler festschießen. Jetzt haben wir schon recht schnell ein paar Halter fertig gemacht. Jetzt brauchen wir hier vorne noch so einen Gegenhalter, damit das, was wir draufstellen, nicht runterrutschen kann. Das schieße ich jetzt auch einfach einmal fest. Ich schieße das einmal fest. So. Leute, was soll ich sagen? Die 4 Ständer sind fertig. Lasst mich einmal kurz erklären. Do-it-yourself-Ecke, fertige Ecke. Bedeutet fertige Produkte. Und da habe ich mich speziell für viele, viele Stirnholzschneidebretter entschieden, weil wir sowieso Lagerbestand aufgebaut haben. By the way, wenn ihr ein Stirnholzschneidebrett haben möchtet, wir haben Lagerbestand aufgebaut, gibt zu jedem Stirnholzschneidebrett auch ein Finish-Set für diejenigen, die interessiert sind. Wir haben einmal hier so die Seite, wo die teureren Schneidebretter sind, von ganz teuer. Ist günstig und hier haben wir halt eben auch so ein paar günstigere Alternativen. Bedeutet, wir haben hier so ein klassisches Längsholzschneidebrett, oben auch, aber in einer sehr, sehr simplen Art und Weise, mit einer schönen Kante, damit es halt ein bisschen handlicher ist
Und unten haben wir so ein paar Stirnholzschneidebretter, die im Onlineshop als Einzelstücke drin sind. Also für beide Portemonnaiegrößen was dabei. Stirnholz in teuer, Stirnholz in ein bisschen günstiger, aber ein bisschen kleiniger und somit weniger Arbeit. Und jetzt wird es, denke ich, für sehr, sehr viele Leute, gerade im Saarland, wie gesagt, ich bin im Saarland, wird es, denke ich, hier recht interessant. Zum Beispiel so Thema Silbergleit. Ihr werdet gar nicht glauben, wie viele Leute immer noch so Dinge wie Amazon und normal Onlinehandel boykottieren. Und für genau solche Leute ist sowas dann halt eben gedacht. Ich will das jetzt nicht irgendwie werten sagen, dass das jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ist. Darum geht es gar nicht. Das ist auch nicht meine Entscheidung. Aber wenn halt eben jetzt jemand draußen auch Handwerk, ein bisschen älter ist und sagt, komm, ich will das haben, wir haben es im Sortiment. Gibt es auch nicht überall. Wir haben Bruyère-Knollen im Sortiment, gibt es auch gar nicht so viel, auch meistens online. Wir haben Penblanks in verschiedenen Hölzern im Sortiment, dass man einfach so ein bisschen zeigen kann, hey du, wir sind hier im Saarland, das ist nicht so weit weg von dir, wir haben sowas, wenn du das brauchst. Wir haben Drechselrohlinge, wir haben Harzlöser, richtig geil. Wir haben natürlich unsere Eigenmarken wie das Kontoholzfinish, wir haben Leimkratzer, POR-Kleber, wir haben D3-Kleber und lauter solche Geschichten. Und was, denke ich, jetzt auch recht interessant wird, ist einfach so die Rohmaterialbeschaffenheit. Das Ding ist, jeder kann auf Kleinanzeigen gehen, jeder kann zu irgendjemandem fahren. Okay, ich suche mal ein Brett raus, das ist 4 Meter lang, das kostet so viel. Bei uns hat man halt eben diese gleichbleibende Qualität und die Preise, die daran halt auch eben festhängen. Bedeutet, wenn jetzt jemand so ein Stück Holz braucht und der hat das verarbeitet, bekommt das wieder. Und wenn er sich eine Visitenkarte mitnimmt, weiß er, wo es nochmal gibt, wenn er halt eben nicht im Online-Geschäft kaufen möchte. Wir haben Bestelbretter aus amerikanischer Kirsche und da haben halt echt ein geiles Holzsortiment. Übrigens Red Grandes haben wir jetzt auch im Sortiment, das ist ein Eukalyptusmaterial. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich bin maximal happy, das ist sehr, sehr praktisch. Ich habe schon eine Inventarliste erstellt, bedeutet einfach nur noch mit meinem Rollwagen ins Lager gehen. Ich kann alles einladen, mit ein bisschen Vorrat natürlich auf den Markt mitnehmen. Und in erster Linie, was absolut wichtig ist, ist erstmal Werbung machen, weil Werbung ist maximal wichtig, wenn man halt eben Sichtbarkeit haben möchte. Das bedeutet, das ist eine schöne Kombination zwischen Kauf vor Ort oder du siehst, dass wir das auch hier lagernd haben. Ich bin sehr, sehr glücklich, wie das Ergebnis geworden ist und bedanke mich bei dir, dass du so lange am Video dran geblieben bist. Tschüssi!